29. Spieltag der deutschen Eishockeyliga. Pinguins Bremerhaven gegen die Straubing Tigers. Der Zweitplatzierte ist heute zu Gast im hohen Norden. Thomas Popic ist bereit und Tom Pokel mag die Derby-Niederlage gegen München vergessen machen. Hinein ins Spiel. Erstes Drittel, Überzahlspiel Bremerhaven. Die Scheibe läuft gut. Schuss von der blauen Linie, Espeland, aber Miha Verlic fälscht den Schuss in der 8. Spielminute. Unhaltbar für Sebastian Vogel ab. Guter Start für die Pinguins. Dann Aufbaufehler, was war da los? Auf einmal Connolly, auf und davon. Aber zuvor Marc Zengerli mit dem No-Look-Pass. Direkt auf Mike Connolly, Alleingang durch die Beine, Bingo. 1:1, Unterzahltor für Straubing. Immer noch Überzahlspiel Bremerhaven. Keine Minute später. Schuss und dann abgefälscht, Justin Faeser. 2:1 in der 13. Spielminute, zweites Powerplay-Tor für Bremerhaven. Schusspass auf Justin Faeser, der fälscht perfekt ab und somit 2:1 für Bremerhaven. Fehler an der gegnerischen blauen Linie. Auf und davon ist Justin Faeser. Zweites Tor an diesem Abend, 15. Spielminute. Umkurvt er einmal komplett Sebastian Vogel. 3:1 nach dem ersten Drittel. Tom Pokel war überhaupt nicht zufrieden. Muss mehr kommen von Straubing. Aufbaufehler und auf einmal sind sie da. 25. Spielminute. Felix Schütz nützt da diesen Fehler aus von Fortunes. Der bringt die Scheibe nicht raus. Wunderschöner Treffer in den Winkel vom Nationalspieler Felix Schütz. Scheibe ist hinter dem Tor, auf einmal vor dem Tor, auf einmal im Tor. Was ist da passiert? Marc Zengerli bringt da die Scheibe Richtung Tor. Und Miha Verlic mit der Rückhand an die Maske von Vogel und dann hinein zum 4:2. Jetzt passiert Geschichte. Warum? Jeremy Williams mit dem Anschlusstreffer 3:4. Mit diesem Treffer Nummer 85 für die Straubing Tigers ist er der alleinige DL-Top-Torschütze der Straubing Tigers und überholt mit 84 Toren Carl Stewart. Weiterhin im zweiten Drittel. Guter Vorcheck von Connolly auf Schütz. Und dann ist wer da? Jeremy Williams. Ausgleichstreffer in der 36. Spielminute. Zweites Tor an diesem Abend für Williams. Gut herausgespielt, Schütz. Aber wir müssen festhalten, Mike Moore trifft hier die Scheibe mit seinem rechten Handschuh. Und von dort geht die Scheibe über die Linie. Hinein ins letzte Drittel. Beide Teams mit offenem Visier. Schuss von der blauen Linie und dann gute Chance für Bremerhaven. Die Scheibe liegt eine Sekunde frei, aber am leeren Tor vorbei. Auf der anderen Seite probiert es Straubing. Schuss von der blauen Linie, abgefälscht. Gefährlich für Christas Gudlewskis. Die Scheibe springt da über die Fanghand. Kurz vor der Torlinie schnappt der Goalie aber zu. In Overtime passiert nichts. Wir springen sofort ins Penaltyschießen. Jan Urbas zieht auf die Rückhand. Klasse gemacht gegen Sebastian Vogel. Und dann Jason Berlesi. Er muss treffen, sonst ist es vorbei. Er trifft nicht. Christas Gudlewskis hält. Und Bremerhaven mit dem Extrapunkt an diesem Eishockeyabend. It was really important. We were doing good first 30 minutes, but then we went up for two goals, but then we got two easy goals, and third period was up and down, and we are really happy about those 2 points, and especially a win in penalty shots for our confidence, because I don't think we won this year yet. Oh, not so much. It was like a normal game. I think we started really, really bad, so we had to battle coming from two goals, so it was a terrible first period, but then it was okay.
Bremerhaven mit zwei ganz wichtigen Punkten im Kampf um Platz 6. Und für Straubing gibt es die zweite Niederlage in Folge. Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.